Ich sehe dir gerade noch ein Video, ganz spontan, was mir empfohlen wurde. Die Elon Musk Geschichte 3D-Animation von Andy Front. Der hat auch mal eine Animation gemacht von Ju und dem Team, also wo wir auch drin sind. Die war echt geil. Ich dachte, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ich habe es gerade gesehen, das Video, und dachte mir, das ist doch geil. Elon Musk, immer cool. Und eine 3D-Animation über seine Geschichte scheint auch sehr gut zu sein. 4,6 Millionen Aufrufe. Stark. Schon nice animiert hier aus, diese kleinen Staubpartikel in der Luft und so. Ist er das? Sitzt er da? Ja. Okay, sieht ein bisschen creepy aus. How to not get beat up in school. Oh no. Die Elon Musk Story. Glaubt ihr, Elon Musk hat das Video gesehen? Wäre schon geil. Okay, so stelle ich mir echt ein Elon Musk Zimmer vor. Hier Teleskop, alles voller Weltraumshit. Also Teleskop ist so geil. Ich habe als Kind auch mal mit meinem Teleskop, was ich damals schon hatte, habe ich auch in dem Video mal erzählt, im Mond geschaut. So cool. So cool. Elon Musk damals schon 5000 IQ Brain, hat einfach so ein super Teleskop gebaut. Ach, der Mars. Er macht Auge auf den Mars. Zip free. Einmal Cash zu mitnehmen. Seine erste Firma ist was. Die zweite war ja X.com und X.com wurde dann ja zu PayPal. Tesla. Das ist aber so eine Sache, ne? Unscheiß. Wenn Elon Musk erzählen würde, er würde so einen Solarfarm bauen, die so diese Form hat, ich würde ihm glauben. Ich würde ihm glauben. Elon Musk wird ein bisschen wie so ein Superbösewicht. Ja, true. Hyperlook, Hyperlul, meint ihr wohl. Boring Stuff. Die Flammenwerfer. Alter, wenn man sich das mal anguckt, was das eigentlich für ein insanes Leben, was der hat. Mal eben so digitale Geldtransfer erfunden, dann mal eben fix ja, Autofirma, dann Solarpanels, dann mal eben Hyperloop, dann mal eben Boring Company. Ah, wir kommen, mir ist langweilig, wir bauen noch ein bisschen Raketen. Alter, was für ein insanes Leben. Ich glaube, dem ist ein bisschen warm. This is fine. Boah, es ist echt stark animiert, Andy. Stark, stark, stark. Auch mal ganz kurz abnerden, ne? Die Smoke Simulation ist cool und alles, aber hier, ne? Hätte man ein bisschen mehr Samples machen können. Ein bisschen mehr Samples. Ich muss das sagen. Steht da? Big fucking Rocket mit Comic Sans. Auf zum Mars. Geil. Ist schon sehr cool gemacht. Space White. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Boah, ey, wir haben ja schon öfters mal so SpaceX-Livestream hier geschaut, ne? Und stellt euch mal vor, es gibt dann diesen Livestream, wo es um die Marslandung geht. Ey, ich werde so mitfiebern, das wird so spannend. Stell dir vor, das sind so dieses Footage und der zündet zur Landung zum Mars und du sitzt und denkst so,
bitte lande, bitte lande. Alter, ey, das wird so ein krankes Event. Das würde, also ich stelle mir es gerade vor, Alter, du stirbst da vor Spannung fast. Das ist ja spannend überhaupt, weil es ist halt nicht einfach nur wie ein Film, wie hier, sondern es ist halt real und du sitzt so und denkst so, oh mein Gott, hoffentlich geht das nicht schief, hoffentlich geht das nicht schief. Und als ganze Menschheit hat man dann irgendwie, wenn da vielleicht auch, wenn da Menschen drin sind und so. Boah, wenn das soweit ist, dann gucken wir das auf jeden Fall alle zusammen. Ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich noch lange dauern, aber boah, hätte ich da Bock drauf. Guck mal, er ist richtig glücklich. Er ist unfassbar glücklich, er hat alles geschafft. Sorry. Elon, 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 Elon. So ein Elon Musk-Move, wenn er einfach auch mit einem Tesla aus dieser Rakete auf dem Mars drauf fährt. Das wäre so lustig. Sau cool. Okay, gönn die Elon Musk sein. Moment. Schöner Model 3 ist es, glaube ich. Ich habe keine Ahnung von Autos, aber ich glaube, es ist Model 3. Ist nicht auch das, was er schon ins Weltall geschickt hat? Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es genauso passiert. Erst so ein Ding auf das Armaturenbett stehen, eine Zigarre anzünden. Alter, das fühlt sich so accurate irgendwie an. Fly me to the moon and let me play among the stars. Da 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 da. Die irgendwie Fly Me to the Mars hätte er singen müssen. Fly Me to the Mars. Er ist so glücklich. Er ist so glücklich. Oh mein Gott, ist das cool. Kannst du dir nicht vorstellen, diesen Moment. Starkes, starkes Video. Erstmal ein bisschen GTA auf dem Mars spielen. Oh Mann. Geil. Woo! And adore. Nice. In other words, so ein schönes Video. Er fühlt richtig. Er fühlt richtig. Da ist ein altes Auto noch runtergekommen. Geil. Das war knapp. Ey, süßes kleines Video. Stark, Andy. Schau bei Andy Front vorbei. Gibt's coole Animationen.